Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir sitzen hier gerade auf einer Tribüne und was sich vor uns befindet, ist wirklich geisteskrank. Ich bin wieder unterwegs mit dem lieben LostPlace.de. Ihr schaut Moin. Auf jeden Fall mal bei TikTok vorbei. Link ist nicht in der Videobeschreibung. wir befinden uns in einer verlassenen Eishalle, wo... Alter, das ist wirklich geisteskrank. Ich schwenke jetzt mal die Kamera rüber und dann seht ihr mal, was das alles ist. Schaut euch diese Riesenhalle mal an. Und das wird jetzt erkundet. Also das Ganze steht noch nicht lange leer. Sebastian, wie lange steht das ungefähr leer? Seit 2020 ungefähr. Seit 2020. Und schaut euch mal an, wie das schon aussieht. Ist überall zugänglich, die Türen waren offen, das heißt alles gut. Aber es ist krass, wenn man bedenkt, dass 2020 noch hier Leute Hockey gespielt oder Schlittschuh gefahren sind. Also es ist wirklich krass, das wird man nicht denken, so wie das jetzt schon aussieht. Ist auf jeden Fall ein krasses Gefühl, wenn man hier in der Mitte steht. Ich schwenke jetzt einmal rum, bin leise. Also wir gehen jetzt erstmal dort nach oben, gucken, was sich dort befindet. Wer weiß, vielleicht geht noch der Strom, weil er hat mir hier ein paar Sachen gesagt, wo interessant wäre. Ja, gucken wir uns jetzt auch mal an. Hier schon Graffitis. Lässt sich aber nicht verhindern, weil das ist alles sehr offen gelegen. So, wir gehen jetzt dort lang und schauen, ob wir irgendwie einen Zugang nach oben haben. Ich war hier gestern mit einem Kumpel und ist hier einfach vorhin so ein Mann um die Ecke gekommen. Krass. Und hier merkt man auch schon wieder, wie lange es eigentlich schon Corona gibt. Krank. Leute, hier brennt einfach noch Licht drin. Also Strom ist auf jeden Fall vorhanden. Ja, das ist krass. Wahrscheinlich wurde hier der Strom ausgestellt. Aber hier, es blinkt einfach noch der Sicherungskasten. Und hier auch. Riesengroße Kontrollstation wahrscheinlich. Hallo? Ist da jemand? Ist da jetzt kein... Nee, ich denke nicht, dass da jemand ist. Alter. Geisteskrank. Ey, hier ist alles voll mit Öl. Leute, guckt euch mal den Zerfall an. Das ist gar nicht zu glauben, dass das seit 2020 erst leer ist. Krass. Guck mal, die ganzen Maschinen hier noch. Das ist alles komplett zerranzt und komplett verrostet. Das kann doch mit so lang erst leer stehen. Frag mich, warum? Was sind meine Leichen? Das ist auf jeden Fall etwas spooky. Da oben steht doch eine Tür offen. Weißt du, wie man ins Hauptgebäude kommt? Also in das Gebäude? Ja, natürlich. Dann würde ich sagen... Rein ins Hauptgebäude. Rein ins Hauptgebäude! Hier haben wir noch ein bisschen Einrichtung. Das ist natürlich. Ja, sonst ist nichts hier. Ja. Och, du heilige Mann. Ja. Von der Spinnennetze, Alter. Ja, da sind wir gestern durchgelaufen. Geist. Wir zusammen mit Matt fahren. Alter. Guckt euch diesen Flur mal an. Alter, es ist wirklich alles komplett. Gucken wir mal, ob der Strom geht. Nein. Wie kommt man ins Gebäude? Ins Hauptgebäude? Alter, hier scheinen halt Maschinenkeller gewesen zu sein, ne? Für die ganzen, ja, für die ganze Technik, Lüftungssysteme, Lüftungen. Ja, scheint das wahrscheinlich gewesen zu sein. Okay. So, wir haben den Flur gefunden. Aber Alter, das muss doch länger leer stehen. Das geht mir nicht in den Kopf rein. Guckt euch das an. Lücken überall. Hier leere Räume. Aber gehen wir mal nach unten. Leute, laut den Informationen von meinem Kollegen ging hier noch der Strom, oder? Vor einer Woche ungefähr. Ich würde sagen, Leute, ihr seht jetzt mal eine kleine Aufnahme, wie der Strom hier noch lief. Alles noch funktionstüchtig aus, also haben die Lampen gebrummt? Nö, gar bisschen, nicht. Ja. Hier waren wahrscheinlich dann die Umkleiden oder hast du deine Sachen. Also hier leben bestimmt Obdachlose drin, weil es sind viele Sachen von denen hier. Oh,
ekelhaft. Guck mal, da hängen einfach Socken. Wahrscheinlich von jemandem, der die getrocknet hat. Boah. Stinkt auch übel nach Käse. Ja. Auf jeden Fall mega geile Location. Ist auch mal was anderes. Vor allem, es sieht länger verlassen aus, als es anscheinend verlassen ist. Das ist krass. Aber der Ort hier, das ist so eine Location. Jetzt guck mal, das ist seit 2 Jahren verlassen. Wie sieht das in 5, 6 Jahren aus? Das ist so ein Graffiti-Bomber. Das wird direkt der also, Graffiti sein. Guck mal, das ist ja jetzt schon. Und hier schon versucht, hier Graffiti wegzumachen. Siehst du es? Hier, vielleicht sieht man das. Aha. Guck mal, das vielleicht. Guck mal, hier wurden Graffitis weggemacht. Vielleicht war das noch im Betrieb und das waren irgendwelche dummen Kinder, die hier waren. Das kann gut möglich sein. Geh mal. Hier liegt sogar noch Blender Dent oder was es ist. Ja, Zahnpasta. Ich würde sagen, Leute, gehen wir mal nach unten. Nach oben. Gehen wir mal nach oben. So, hier geht's nach oben. What the fuck? Hä? Küche, oder? Kann sein. Ja, hier war eine Großküche drin. Ja. Wow. Warst du hier noch nicht? Nein. Aber von wo kommen wir denn? Vielleicht sieht das ja ganz ähnlich hier aus. Kann echt sein. Leute, wenn das Video... Ich überlege, wir sind an der Rezeption. Rezeption, okay Leute, ich würde sagen, weiter geht's. Alter, hier stehen sogar noch die Töpfe und so drin. Geisteskrank. Was auf jeden Fall krass ist, hier sind die ganzen Spülmaschinen, es ist alles noch da und sogar hier liegen die Töpfe noch drin. Hier war wahrscheinlich dann ein Restaurant vielleicht, wo du dich hinsetzen konntest, waren wahrscheinlich damals noch Tische. Und dann konntest du hier von oben das Spiel gucken, quasi VIP. Allein wenn ihr mal guckt, wie riesig das Ganze ist, wenn man da rausguckt, hat man mal die komplette Übersicht von hier oben über das ganze Spielfeld. Es ist wirklich heftig. Jetzt gehen wir hier nochmal den Weg entlang. Was ist da unten? Da unten. Büros. Hier unten sind dann sehr wahrscheinlich die Büros oder wo man reinkam. Hier eine schöne Treppe. Also wie das aufgebaut ist, gefällt mir sehr gut. Also was krass ist, laut deinen Informationen tut sich das hier die ganze Zeit verändern, das oder wie? Verändert sich irgendwie tagtäglich irgendwie. Also letztes Wochenende war der Speicher halt irgendwie, da war der Speicher noch auf. Und jetzt ist der Speicher halt zu. Deswegen verändert sich alles. Letztens war auch eine Tür noch auf und die ist jetzt auch zugemacht worden. Also es verändert sich irgendwie tagtäglich wieder dort. Ja. So, wir gehen jetzt mal gerade den Flur hier entlang. Gucken mal, was es hier noch zu sehen gibt. Ist auf jeden Fall sehr hell hier. Ich dachte gerade, das Licht brennt, aber das ist das. Das hat letztens noch gebrannt. Sonnenlicht. Was ist hier? So, wahrscheinlich Telefonzelle. Wenn man hier reingeht, dann klingt das alles so gedämmt. Ha! Krass. Wir haben hier dann Bäder wahrscheinlich, ne? Mhm. Toiletten. Ekelhaft. Ja, es stinkt schon extrem hier. Deswegen würde ich sagen, geh mal lieber mal wieder raus auf die Eisfläche, würde ich sagen, oder? Ja. Und dann, gibt es die Abmoderation. So, und mit diesem krassen View würde ich sagen, war ein kurzes Video, war auch ein bisschen spontanes Video, weil wir... Und ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Meine riesengroße Eishalle, die sehr wahrscheinlich bald abgerissen wird. Sehr, sehr schade. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer Leon Urbex. Ciao.